der Bewegungsfahrt, dass man Fahrzeuge bewegt hat, damit ja, technisch keinen Schaden nimmt. Unter anderem ab und zu schon. Ab und zu schon. Das ist einfach, was man zum Beispiel unser Drehgewand. Das ist erst da, also der Abschlagsektor und so weiter. Und wie gesagt, das ist nur, das kann ich nicht abholen, aber nur als Werkstatt. Also. Ja. Und dann nur in Einsatz. Und dann kann schon passieren, dass wir mal vier Wochen nicht vorne. Aha, dann müssen sie einmal Bewegungsfahrt machen. Das ist immer bei so einem Kumpi, wo man jung hat, der steht immer ruhig. Da brauche ich Kaffee, die ich ganz klar. Aber man muss doch auch selber solche Riesenfahrzeuge einmal selber wieder fahren. Wenn ich da bloß alle vier rüberfahre, dann bin ich doch nicht so sicher. So ist es, ne? Also ich habe in meiner Kommandantzeit angeordnet, die müssen Bewegungsfahrten machen, jedes Jahr mindestens 150 Kilometer. Die kann, die fahren 2000 Kilometer im Jahr, also immer von Bewegung her. Und die Leute, die um 3 in der Früh aus dem Bett rausgeschossen werden, und dann sitzen sie auf irgendeinem Bockturm und müssen sich schauen, wo ist jetzt die Reste, wo ist die... Und wann ist das jetzt im PKW? So, zum Bewegen von den Fahrzeugen braucht man fast keine Bewegung. Da machen wir schon noch Ausbildung. Aber nur, dass die Fahrzeuge da die Todstrecke. Aber wegen der Ausbildung. Ich würde einmal vor 40 Jahren vergessen, dass ein Kombifahrzeug halt einen anderen Radius hat, wenn man an Kurven fährt, als PKW. Und wenn es dann auf einmal Knatsch macht, weil sie mit der Breitseiten da am. Ja, hallo, solche Dinge. Dass ihr ganz anderen Radius habt. Der springende Randstein. Schon frisch geschrieben. Jetzt sagen wir da, dass wir das so erfahren. Wie gehen wir innen durch? Sehen wir uns von oben in der Halle. Passt da genau rein. Vor 35 Jahren wurden so Beleuchtungspolymers beschafft und die sind jetzt ausgelaufen. Dann sind wir also vor 5 Jahren da gestanden und haben gesagt, was machen wir jetzt damit? Ja, wir brauchen sie nicht mehr, sie sind sehr laut, aber das Fahrzeug ist top in Schuss. Und dann haben wir vom Freistaat. Ja, völlig. Die haben wir auch anders kennengelernt. Und dann haben wir sehr händseitig gesagt, da werden wir doch eine Lösung finden. Dein Begehr war, du brauchst ein Notstreitiger, das aber auch absetzbar ist, das man mal bei einem Krankenhaus, bei einer Behelfsstelle also einsetzen kann. Jetzt ist das Aggregat vom Landkreis. Der Aufbau ist vom THW aufgemöbelt worden. Die Krankenhäuser waren aus Traunreuth, also so Siemens, Leuchtungstechnik. Es ist ja flexibel einsetzbar, wir können also das Notstromaggregat also absetzen, wir können also die Beleuchtungsbarriere also weiterhin einsetzen. Gehen wir mal, ja, so hört es einfach. Also das war jetzt auch mal kein. Nein, das kommt hier nicht. Aber das ist der Albtraum eines jeden öffentlichen Haushalts. Das war's. Okay. Ja gut, aber wir brauchen das eine Möglichkeit. Ich schätze mal vor, du hast so eine Möglichkeit nicht. Ja, das ist Theorie live vor uns. Das ist schön, ja. Dann seid ihr, wenn wir Schwierigkeiten haben, Strom irgendwo, kurz gegangen ist ja verdammt wichtig. Das machen wir nicht. Ja? Wie macht ihr das mit dem Fahrzeug unterhalb, also die Wartung, die Reparatur? Macht ihr das selbst oder müsst ihr das ergeben? Wir haben eine Fahrzeugwerkstatt und die machen das. Also da haben wir jetzt einen Ausdruck, den Anfang, der macht also die ganzen Lehrfahrzeuge. Genau. Also Wartung und Instandsetzung ist es. Bei Bundesfahrzeugen, wir sind das Fahrzeug gerade, die sie fahren abwehr, das ist ein bisschen, muss es der Träger zahlen, es sei denn, wir haben Einnahmen. Ja, für den Förderverein muss ich sagen, es sei denn, wir haben Einsatzeinnahmen. Dann haben wir bei den Firmen, wo wir Wir haben Gäste.
Wir haben Gäste, gehen wir hoch. Das Gebäude mit dem Gerät ist. Das wäre ein Grund. 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 Ja, zu kaufen für die Kinder, die Kleinen. Thank you.